Seit Mitternacht ist es endlich soweit. Die von Computerspielefans ungeduldig erwartete Konsole Xbox One ist endlich im Handel erhältlich. 7 Jahre ließ sich Microsoft Zeit, um die neue Konsole auf den Markt zu bringen. Stundenlang warteten Fans am Londoner Leicester Square auf die neue Xbox. Ich bin total erledigt. Ich bin schon um 4 Uhr aufgestanden, um rechtzeitig hier zu sein. Jetzt bin ich schon fast 24 Stunden unterwegs. Ich habe 4 Kinder und einen Mann, der von Computerspielen besessen ist. Wäre ich nicht hier, wäre mein Leben nicht mehr lebenswert. Mit großem Staraufgebot hat Microsoft den Wettkampf mit Hauptkonkurrent Sony neu eröffnet. Zwar ist die Xbox One um etwa 100 Euro teurer als Sonys PlayStation, aber die Vertriebsleitung ist siegessicher. Wir wünschen Sony alles Gute. Starke Konkurrenz ist gut für die Branche. Ich glaube, die Kunden werden davon profitieren, wenn wir um ihre schwer verdienten Dollars, Euros und Pfund werben. Die Qualitätserwartung steigt unaufhörlich. Microsoft will mit der neuen Xbox nicht nur eine Spielekonsole präsentieren, sondern eine Multimedia-Zentrale, über die auch Filme, Fernsehen und Skype laufen. Der Kampf ums Weihnachtsgeschäft kann also beginnen.